Hallo liebe Zuschauer, hier ist Frank. Hier ist Mord. Von Ausgewandert mit 40 nach Thailand. Ja, unser heutiges Video wird wahrscheinlich ein sehr männlich dominiertes Video werden, weil es doch halt um die Ansichten von Männern geht. Da kann Mords vielleicht mal Ja sagen. Ja. Oder als hübsches Beiwerk neben mir sitzen. Aber ich glaube, das Video für heute werde ich mal ein bisschen bestreiten hier. Ich nur Ja, oder? Genau, schauen wir mal, wo es hingeht. Im letzten Video hatten wir uns ja ein bisschen die thailändischen Frauen und ihre Eigenarten, Mentalitäten vorgenommen. Falls es euch interessiert, dieses Video verlinken wir euch jetzt oben rechts, dass ihr das auch nochmal anschauen könnt. Ja, als erstes sollte man natürlich generell mit den Vorurteilen aufräumen. A, die man selber hat und B, mit den Vorurteilen, die andere über einen haben. Ansonsten wird das irrsinnig schwierig. Das typische Klischee ist natürlich der alte weiße Mann, vielleicht ein bisschen dick, und das junge, schöne, hübsche Mädchen aus Asien, das ihren Körper verkauft nur für Geld. Das ist ja eigentlich das gängige Klischee. So, dass es eigentlich überhaupt nicht so ist, aus meiner Sicht eigentlich sogar umgekehrt ist. Weil der Mann, der sich auf eine asiatische Frau einlässt oder auf eine thailändische Frau in unserem speziellen Fall, der muss aus meiner Sicht eigentlich deutlich stärker sein, um genau diesen Vorurteilen entgegentreten zu können. Wenn du durch Europa läufst mit deiner Frau in der Hand, gewisse Kontakte hast zu anderen Leuten und so weiter, du wirst sehr, sehr häufig komische Sprüche hören, die werden dir immer alles Mögliche erzählen. Ah, was ist das für eine Barfrau? Wo hast du die Frau kennengelernt? Im Katalog und so weiter. Das ist völlig normal, weil diese Vorurteile sind bei den Leuten einfach drin. Und guck mal, wir waren auch in den USA. Die dritte Frage, die wir schon gehört haben, oh, is this your mail order bride? So, entschuldige bitte, gerade mal USA, wo es wirklich eigentlich von allen Dingen, von Diskriminierung und so weiter weit, weit weg sein sollte. Auch dort hörst du solche blöden, komischen Sprüche noch. Ja. Und wir leben im Jahr 2020. Also als schwacher Mann wirst du dann immer, immer wieder mit solchen Sachen konfrontiert sein und auch wahrscheinlich daran, na, nicht verzweifelt, aber einfach deine Gedanken machen und sagen, ist es denn überhaupt richtig, dass ich mit dieser Frau aus Thailand zusammen bin? Ja. So, das macht es natürlich alles nicht einfach. Nur darüber muss man einfach sich im Klaren sein, dass solche Dinge kommen werden, solche Dinge werden immer euer Leben begleiten, aber da muss man einfach irgendwann drüber stehen. Und natürlich, was man auf alle Fälle nicht machen sollte, zu viel im Internet lesen. Ja, genau. Was es ins Internet bringt oder was es in die Nachrichten bringt und so weiter, sind ja meistens nur die ganz, ganz krassen Geschichten. Die guten Geschichten, dass jemand eine gute Frau gefunden hat, dass jemand eine gute Familie hat, ja, das kommt ja meistens gar nicht vor. Es sind ja nur die ganz, ganz krassen Geschichten, die immer wieder kursieren, die man immer wieder hört. Aber selbst wir haben jetzt ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die eine ganz normale, anständige Beziehung hier in Thailand führen, die weit weg sind von allen Klischees. Und ich denke mal einfach, dass das auch der Sinn und Zweck der Sache ist. Ja. Es mag viele, viele schlechte Beispiele geben, aber glaubt uns, es gibt auch ganz, ganz viele gute Beispiele. Mhm. Wir Europäer kommen natürlich aus einer Kultur, wo Männer und Frauen gleichgeschaltet sind. So, alle haben dieselben Rechte, alle haben dieselben Pflichten. Nur diese Gleichberechtigung ist bei uns natürlich ganz, ganz anders ausgeprägt. So, und hier in Thailand ist es eigentlich so, dass hier eher das Recht derjenige hat, der stärker auftrumpft, der mehr Geld hat und der eigentlich auch so dich dadurch in eine Machtposition bringt. Ja. So, deswegen kommt das ganz, ganz häufig vor, dass diese Frauen sich natürlich auch dann extrem unterwürfig verhalten, was wieder zu einem Klischeebild führt, weil sie sagen, okay, ich muss jetzt zu diesem Idioten, ich muss jetzt zu diesem Trottel nett sein, weil er finanziert ja meine Familie, er finanziert ja mich. Und das birgt natürlich ein wahnsinniges Aggressions- und auch Risikopotenzial, weil man nie weiß, ob die Frau wirklich so lange dann auch durchhält und den Mund zu halten vermag. Wenn man also hier als dominanter Mann auftritt und sagt, oh, das ist eh nur meine Sklavin, meine Putzfrau, meine Schnecke fürs Bett oder so, das wird ganz, ganz schnell zu Problemen führen, weil natürlich ist die Frau in Asien immer noch so erzogen, dass sie das Oberhaupt der Familie ist, dass sie sich um die Familie kümmert, dass sie sich um den Mann kümmert und so weiter. Aber gerade im Bereich Ausländer und Thai-Frau ist es dann doch eher so, dass die Frau mehr schaut nach ihrer eigenen Familie. Ja, genau so. Und nicht zu dich als Familie, weil
als Ausländer, als Ehemann bist du einfach nicht auf dieser Hierarchieebene. Und damit hast du halt natürlich schon ein richtig großes Problem, weil du damit auch natürlich deine Sachen so gut wie gar nicht anbringen kannst, weil du erstmal hinten dran stehst. Vielleicht sie richtig nur denken für Familie zuerst, dann vergessen, denken für Mann zusammen. Genau. Das ist wie egoistisch. Das ist genau das richtige Wort, Mo, danke. Und dieser Egoismus, der ist aber halt sehr, sehr weit verbreitet, weil der Stellenwert des eigenen Ehemanns, des eigenen Verlangen-Ehemanns, der ist einfach geringer. Weil er sie eine Sachen denken nur im Kopf, muss kommen um Familie, muss kommen um Familie, dann vergessen vor ihre Privatsachen. Genauso ist das. Das ist glücklich oder mit einem Mann, ne? Genau. Vergessen. Ja, und diese Kultur gibt es ja eigentlich in Europa nicht. Ja. Da sagst du eher, du, ich bin 18, ich ziehe von zu Hause aus, meine Familie sehe ich einmal an Weihnachten und einmal an Ostern und die Sache reicht mir schon. Ja. Hier ist die Bindung der Frau an die eigene Familie viel, viel größer, viel traditioneller. Genau. Und das darf man halt niemals vergessen. Mhm. Ja, worauf man sich als Ehemann in Thailand einstellen kann, ist natürlich, dass man in der Regel nicht dieselben Interessen teilen wird wie mit seiner Frau. So, man interessiert sich vielleicht für Sport, man interessiert sich vielleicht für Politik, vielleicht für Filme, Musik oder irgendwas. Ihr könnt davon zu 99,9% ausgehen, dass die Frau sich nicht für eure Themen interessiert. Also sie hat ihre eigenen Gedanken, sie hat ihre eigenen Dinge, die für sie wichtig sind, die für sie einen Stellenwert darstellen. Und auch hier kommt gleich wieder die Familie an erster Stelle. Danach kommen Freunde, danach kommen Bekanntschaften. Essen kommt wahrscheinlich als nächstes dann. Und dann ist eine ganze Weile wieder Ruhe und dann kommt vielleicht eure Interessen. Das dürft ihr nicht vergessen, weil wenn ihr irgendwas unbedingt wollt und eure Frau in diese Planung mit einbezieht, könnte es gut sein, dass sie zwar ja sagt, aber mit dem Herzen und mit allem ihren Gedanken überhaupt nicht bei dir ist. Also sie denkt vielleicht ganz, ganz andere Dinge, als du denkst. Ihr wisst das, europäische Männer denken sehr viel, planen sehr viel, überlegen sich viele Dinge. Eine thailändische Frau entscheidet zu 99% immer emotional aus dem Bauch heraus. Ja, genau. So, sie denkt also kaum mit dem Kopf, sondern eher mit dem Bauch. Und dann ist das Denken natürlich eher daran, welchen Vorteil kann sie daraus ziehen für ihren sozialen Kreis. Wenn du jetzt Planung machst, wenn du jetzt irgendwas vorhast und sagst, okay, das ist für mich wichtig und du musst oder möchtest deine Frau, Freundin mit einbeziehen, dann kann das gut sein, dass sie dir folgt, aber mit dem Kopf und mit dem Herzen überhaupt nicht in der Nähe ist da, von dem, was du möchtest. Vielleicht Thai-Frau, das ist schon geboren, Thai-Style, von Lifestyle, Europäer oder Thai. Genau. Weißt du, manchmal anders von geboren, ne? Und dann andere Meinung. Genau so ist das, ja. Andere Meinung, vielleicht Thai denken, Thai-Frau denken, das ist wie Familie, muss kommen Familie zuerst, bis tot. Aber Europäer denken nur einfach kurz. Dann wenn 18 Jahre, dann nicht mehr kommen. Das ist andere Leben. Genau so ist das, ja. Und dann, wenn kommt Thailand, Dharma ohne Ende. Ja, das ist kommen. Das macht es natürlich irre schwierig. Macht nicht ruhig. Bei diesem berühmten Satz, du heiratest nicht eine Frau, sondern du heiratest eine Frau und ihre Familie. Das kommt hier extrem ins Gewicht. Das darf man auch nie vergessen. Das heißt, man wird immer eine Abwägung geben zwischen deinen Privatinteressen und den Interessen der Frau mit ihrer gesamten Familie. Und das wird teilweise ganz schön haarig sein. Ich weiß nicht gut, aber das ist schwer von sie langsam lernen, ne? Für eine Frau, die noch nie mit einem Ausländer zusammen war, vielleicht das Leben in Europa, Amerika noch gar nicht kennt, genau. Nur Thailändisches, für die ist diese Umstellung natürlich noch 10-mal schwieriger, weil die es gar nicht gewohnt ist, ihre Aufmerksamkeit mit einem Fremden zu teilen. Mhm. So, und das macht natürlich in der Beziehung sehr, sehr viel aus und da muss man am Anfang einfach schwer für arbeiten. Das ist nicht so einfach und das ist garantiert kein Selbstläufer, der sich in wenigen Tagen oder in wenigen Wochen erübrigt hat. Das wird immer drin bleiben. Man darf natürlich niemals mit Gewalt versuchen, die Frau von der Familie wegzunehmen. Da zieht ihr immer den Kürzeren. Aber man kann versuchen, das anzugleichen, dass es eine vernünftige, saubere Balance hat mit allem. Und dann sollte es funktionieren. Ob ihr in ihren Freundeskreis rein wollt, ich möchte das nicht. Ja. Aber das ist dann dein Privatding.
Und da bin ich draußen vor, das weiß ich von vornherein, das möchte ich auch nicht unbedingt, da kannst du machen, was du möchtest. Aber wenn jemand da sagt, okay, ich muss die Frau unbedingt nur für mich haben, 24 Stunden rund um die Uhr, das wird sehr, sehr schwierig. Ja, genau. Ja, das größte Problem natürlich ist die Sprache. Das hatten wir ja auch schon so oft in vielen Videos mal lustig, mal ernsthaft thematisiert. Sprache ist natürlich elementar, um sich gegenseitig auszutauschen, um seine Gedanken und so weiter mit jemandem zu teilen. Jetzt hat man natürlich sehr, sehr häufig den Fall, dass die Frau überhaupt kein Deutsch versteht, Englisch nur rudimentär. Genau. Und das eigene Thai ist natürlich nicht so, dass man tiefgreifende Gespräche führen kann. Klar, nach einer gewissen Zeit ist man in Thai so fit, dass man sich über Essen unterhalten kann, dass man sich über das Wetter unterhalten kann. Aber eine tiefgreifende, ernste Diskussion über ein Problem, was auftritt, das wird sehr, sehr schnell an der Sprache scheitern. Und dann ist die Frustration natürlich irrsinnig hoch. Ja. So, du möchtest natürlich, wie du es von Europa gewohnt bist, über Dinge diskutieren, Dinge gemeinsam überlegen. Das wird in der Regel hier in Thailand nicht funktionieren, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass deine Frau dich zu 100% versteht. Aber auch umgekehrt, du verstehst deine Frau nicht zu 100%. Ja, genau. So, selbst wenn sie wirklich dir das 3-mal oder 5-mal erklärt, es kann immer noch vorkommen, dass das völlig falsche Meinung ist. Es kann immer noch sein, dass das, was sie sagt und was bei dir ankommt, völlig verschiedene Dinge sind und auch das wieder zu Problemen führen kann. So, also hier musst du dich als Mann auch darauf einstellen, dass du dich zurücknehmen musst, dass du versuchen musst, einfach zu schauen, wie weit kann ich da meiner Frau entgegenkommen. Und es spielt natürlich alles wieder zusammen. Die Kultur, die Interesse und die Sprache. Warum möchten die meisten Thai-Frauen nicht, dass ihr Mann perfekt Thailändisch lernt? Weil sie halt damit immer noch die Chance hat, ihre Dinge persönlich zu regeln, ohne dass der Mann das mitbekommt. Ja, genau. So, und wenn du dann am Anfang gerade so in den ersten Wochen und Monaten mit ihr zusammen bist, dann wirst du immer denken, oh, da gibt es Geheimnisse, da sind Dinge, wo sie mich draußen vorlässt. Und du wirst immer neugierig nach, sag mal, was habt ihr gerade geredet? Was habt ihr gerade gesagt? Was ist das hier? Genau, genau. Dann du denken, sie denken du dumm. Ja. Aber nicht dumm, aber das sieht manchmal windig reden. Genau so ist das, ja. Ja. Man grenzt den Ausländer halt durch die Sprachbarriere schon mal wieder aus. Und auch damit muss man leben können. Ja. Das heißt, du hast immer das große Problem, dass du entweder bewusst oder unbewusst nicht verstanden wirst. Ja. Weil genau dasselbe kannst du ja auch machen. Du kannst dich ja auch zurückziehen auf den Poser. Entschuldige bitte, Schatz, ich verstehe dich nicht, obwohl du ganz genau verstanden hast, um was es geht. Ja. Aber du könntest dich immer wieder auf den Punkt zurückziehen, ich verstehe gar nicht, um damit vielleicht andere Interessen durchzusetzen. Mhm. Und nicht anders macht das deine Frau, Freundin auch. Stellt sich manchmal einfach dümmer, als sie ist. Sie hat das genau verstanden, sagt dir aber nicht ins Gesicht, dass sie das nicht möchte, sondern schiebt das eher so, ach, ich habe das gar nicht verstanden, ganz genau, was du wolltest. Und das ist nicht eine Momentsache, sondern das kann sich lange Wochen und Monate hinziehen, wo du dann plötzlich mit irgendeinem Thema konfrontiert wirst, was du schon 300 Mal abgehakt hast. Aber irgendwann vor 3 Monaten hast du mal einen bestimmten Satz oder Wort gesagt, das fällt dir irgendwann wieder ein und dann bist du fällig. Ja. Das ist von der Probleme Thailand, wenn sauer oder wenn nicht sauer, nicht reden. Genau. Das ist Phalang oder Europa-Style. Das ist mag oder mag nicht. Einfach direkt sagen, genau. Oder direkt antworten. Aber Thai-Leute, nee. Genau so ist das. Muss so. Und danach Problem. Führt zu wahnsinnigen Missverständnissen, genau. Führt zu wahnsinnigen Verwürfnissen, wenn das um ernste, große Themen geht, wenn es um Kleinigkeiten geht, uninteressant. Aber wenn es um wichtige Sachen geht, dann kann das ganz, ganz schnell böse enden. Ja. So, natürlich ist das ein komplettes anderes Leben, wenn man hier mal für ein paar Tage im Urlaub ist, wo man weiß, ach, in 2 Wochen bin ich in meiner gewohnten Umgebung wieder zurück. Aber wenn du dich entschieden hast, komplett in Thailand zu leben, für lange Zeit oder sogar für immer, dann ist das ein ganz, ganz anderes Leben. Dann wirst du dich auf ganz, ganz andere Dinge einstellen müssen, weil so kannst du immer sagen, na ja, ich verbringe hier einen schönen Urlaub, ich habe mit der Frau und mit den Frauen hier meinen Spaß und danach bin ich ja auch wieder weg. Genau. So, es gibt viele Leute, die dann sagen, ja, ich habe mich da unheimlich verliebt und ich mache das und das, aber wenn die Flugzeugtür wieder zu ist, gen Europa, dann ist die Sache wieder erledigt. So, und dann bleibt man vielleicht noch in einem lockeren E-Mail-Kontakt oder in irgendeinem Messenger-Kontakt, wenn überhaupt.
Und damit ist die Sache erledigt. Ja. Nur wenn du mal hier bist und sagst, okay, ich möchte mit dieser Person, mit dieser Frau mein Leben verbringen, auf lange Zeit, auf lange Sicht, dann ist das was ganz, ganz anderes. Yes, Lord. Weil dann musst du dich all diesen kleinen Dingen stellen, die der Alltag mit sich bringt. Dann ist das nicht mehr am Pool liegen, am Strand liegen mit einer Flasche Bier oder einem Cocktail in der Hand, sondern dann geht das richtige Leben los, wo also auch die richtige Lebenprobleme auftauchen. Genau. Wo es dann einfach um Dinge geht, wie geht es für die Zukunft weiter, wo werden wir wohnen, wo werden wir leben, wie wird unser Leben generell aussehen und so weiter. Diese Frage stellst du dich als Urlauber ja nicht. So, und das ist ja halt ein völlig anderes Leben. Und deswegen darf man eigentlich auch aus einer Urlaubslaune heraus nicht sagen, oh, ich finde das hier so schön, ich bleibe mal hier. Oder ich komme in der Woche wieder mit dem Rest von meinen Ersparnissen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das macht es auch nicht einfacher, weil während deiner Urlaubszeit hast du hier keine Sorgen. Deine einzige Sorge ist, dass das Getränk kalt ist und das Bett warm und die Schnecke für dich da ist in der Zeit. Ja. Das wird sie schaffen für 14 Tage. Jetzt reden wir mal über 14 Jahre. Dann wird das alles nicht mehr so sein, dass es um 24 Stunden sich um dich dreht, sondern ab dann wirst du halt ein Teil der Gemeinschaft und diese Gemeinschaft ist halt einfach nicht dafür ausgelegt, dass du dafür das Oberhaupt bist. Ganz anders, ne? Das ist ganz, ganz anders, genau. Ein großes Problem, was es hier gibt, wenn man auf lange Sicht in Thailand lebt, ist halt immer das Gefühl, dass man hier sehr, sehr unselbstständig ist. Dass man also nicht viele Dinge alleine machen kann, die für einen völlig normal sind. So, dass man ist natürlich von Europa aus gewohnt, der Mann zu sein, der Macher zu sein, voranzumarschieren. Hier ist es halt sehr, sehr schwierig, dass du halt Dinge selbst entscheiden oder selbst machen kannst. So, deine Frau, Freundin, die kann morgen, ihre Tasche packen und sagen, ich fahre dahin zum Urlaub, ich mache das, ich mache hier. Für dich ist das vielleicht ein bisschen schwieriger dann, weil du halt darüber nachdenken wirst, ja, hast du Verpflichtungen, hast du Arbeit, hast du andere Pläne, hast du irgendwas gemacht? Und dann kann das natürlich ganz, ganz schnell auch in so eine Art Frustration ausarten, weil du sagst, ja, guck mal, die kann alles machen und ich bin eigentlich Gefangener in diesem Land und kann mich hier gar nicht frei bewegen. Ja. So, wenn du eine Weile hier bist, hatten wir auch schon thematisiert, dann hast du die Sprache gelernt und du kannst dich ganz, ganz gut bewegen hier. Das funktioniert alles hervorragend. Aber die großen Brocken, alles, was mit Amt zu tun hat, sei es nur eine simple Visaverlängerung, die du einmal im Jahr machen musst, das wird alles nicht mehr alleine funktionieren. Genau. Das heißt, du brauchst immer jemanden an deiner Seite und damit kommen wir wieder zu dem Punkt, das ist, was dich betrifft, was dein Interesse ist. Und wenn da die Frau nicht mitzieht zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dann holst du dir einen Haufen Probleme ans Bein. Ja, genau. So, und wenn du hier so abhängig bist von jemandem, dann muss das wirklich auch die perfekte und die richtige Frau sein, weil ansonsten, wenn sie dich da an solchen entscheidenden Stellen hängen lässt, dann verlierst du aber maximal. Ja. Und das gibt ja auch da extrem viele Fälle, wo man das dann hört, dann plötzlich bricht da ein Streit los, aber du hast den dringenden Termin, den du wahrnehmen musst, wo du sie unbedingt dann dazwischen brauchst. Das Verständnis von der Frau ist nicht dafür da, weil das ist ja wieder ein Verlangenproblem, das ist dein Problem, das musst du selber lösen, aber du kannst es nicht selber lösen. So, und das macht es halt sehr, sehr schwierig. Deswegen ganz genau immer schauen, wie kriegt man die Frau zu einem bestimmten Termin mit einer guten Laune und mit dem Kopf bei deinen Sachen. Ganz, ganz wichtig. Wenn solche Sachen anstehen, versucht links und rechts alles auszuräumen, was sie stören könnte, damit sie den Fokus wirklich auf euch hat. Wenigstens für den Moment, wenigstens für die entscheidende, wichtige Sache. Ja, genau. Und das kann natürlich auf Dauer unheimlich frustrierend sein, weil du einfach Dinge, die völlig normal sind, eigentlich gar nicht mehr so normal machen kannst, sondern dass du einfach da angewiesen bist auf jemanden. Und das stört mich persönlich zum Beispiel sehr schon. Ja, das ist hey Leute, nicht planen. Genau. Anders, ganz anders. Das ist schwer von Europa, wenn leben hier. Genauso ist das, ja. Auch hier wieder die emotionale Geschichte. Genau. Du planst seit 3 Wochen einen wichtigen Termin. Und deine Frau, Freundin, kriegt heute früh eine Idee in dem Kopf, eine Freundin besuchen zu gehen. Anders, ja. Dann ist sie plötzlich frühst mit der gepackten Tasche weg. Nicht, dass sie dich verlassen hat, aber sie hat deinen Termin einfach komplett vergessen, ignoriert, ausgeblendet. Warum? Weil es für sie einfach nicht wichtig gewesen ist. Ja. Und du stehst dann und sagst, wie kann das sein? Ja, sie weg, sie vergessen von Termin bei dir. Das ist ein Problem später. Genauso ist Streit. Ja. Beide. Man begibt sich da in diese Abhängigkeit,
man gibt seine Selbstständigkeit ein Stück weit auf. Und wenn man dann immer wieder auf jemanden angewiesen ist, mich persönlich nervt das sehr, sehr häufig. Ja, um nochmal auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen, sind wir für die Thai-Frauen barmherzige Samariter oder nur der ATM auf zwei Beinen? Das kommt immer ganz, ganz auf die Situation an, in der man sich selber befindet. Natürlich wird man in einer Streitsituation, wird man in einer Konfliktsituation immer dazu tendieren, sagen, ja, siehst du, die Frau ist nur hinter meinem Geld her. Aber das Problem ist ja eigentlich viel, viel tiefer. Es gibt halt die kulturellen Unterschiede, es gibt die Grunderwartungen, die eine Frau an eine Beziehung mit einem verlangen hat und so weiter, die sich einfach nicht so einfach unter einen Hut bringen lassen. Natürlich funktioniert das mit den thailändischen oder generell auch mit den asiatischen Frauen wunderbar. Weil wir Männer natürlich von Europa dort ein sehr schönes Bild im Kopf haben. Ja. Niedlich, klein, braun, große Kulleraugen. Das weckt natürlich genau dieses Instinkt in uns, der so eine Art von Beschützer ja, in uns weckt. Also ein Beschützerinstinkt hat, der dann sagt, oh Mann, das arme Mädchen, da muss ich was tun, sie kommt aus der dritten Welt. Obwohl eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Thailändische Frauen sind stark, selbstbewusst, sie wissen ganz genau, was sie tun. Und wenn du als Mann dann ein bisschen Schwäche zeigst, dann wird das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Ja. Aber halt nicht, wie das zum Beispiel mit einer europäischen Frau passieren würde, in einer offenen Konfrontation, womit wir natürlich wunderbar umgehen könnten. Wenn dir einer in den Kopf knallt, du bist ein blödes Arschloch, dann weißt du, woran du bist. Ja. Die thailändische Frau würde dir das nicht sagen. Die sagt dir das ganz nett durch die Blume mit einem wunderschönen Augenaufschlag, mit einem total süßen Lächeln, wo du denkst, was, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und genau das ist die Falle, in die die meisten Männer einfach reintappen, die unerfahren sind in diesen Bereichen, dass sie einfach aus diesem Beschützerinstinkt, aus dem sich klein machen der Frau, sagen, ah, okay, ich muss was tun, ich muss, ich kann gar kein Kontra geben. Nein, kann man doch. Weil die Frau ist nicht so klein, die ist nicht so schwächlich, die kommt nicht aus der dritten armen Welt, sondern in der Regel ist da schon sehr, sehr viel Berechnung dahinter. Und ihr dürft auch nicht vergessen, thailändische Frauen reagieren immer aus einer Art von Lebenserfahrung. Das ist was ganz, ganz anderes als eine Erfahrung, die auf Wissen und auf Fakten basiert. Immer emotional mit allem, immer mit allem, wirklich nur aus einem Bauchgefühl, aus der Situation heraus, was für uns sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen ist. Weil wir sind es ja halt gewohnt, uns die Dinge anzuschauen, zu überlegen, andere Meinungen einzuholen, uns zu informieren und dann eine Entscheidung zu fällen. Die thailändische Frau trifft ihre Entscheidung immer aus dem Bauch, immer spontan. Aber, und das ist halt die große Falle an der ganzen Geschichte, niedlich, nett und süß. Genau. Und dieser Honeypot, dieser Honigtopf, der macht es, was so gefährlich ist. Und in diesem Zusammenhang fallen halt viele Männer genau dort rein. Und die Frauen wissen, wie sie das einsetzen müssen. Macht euch da nichts vor, wenn ihr glaubt, ihr steht über der Frau, vergesst es. Die Hosen hat die Frau zu Hause an. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert unseren Kanal, liked die Videos, diskutiert mit uns, kommentiert und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss.